Wie kann das Zusammenleben im urbanen Raum von Menschen besser funktionieren? Wie kann jeder Einzelne einen besseren ökologischen Fußabdruck hinterlassen? Das sind zwei Beispiele, mit denen sich Joanneum Research befasst. Bei der Zukunftskonferenz 2016 veranschaulicht die Institution, auf welchen Gebieten geforscht wird. Wir sind tätig in verschiedenen Bereichen. Es gibt also von der Medizintechnik bis zur Robotik, von der digitalen Welt der Zukunft bis zu Umweltthemen, Nanoelektronik, ein breites Spektrum an Themen, das wir bearbeiten. Und je nachdem, welches Sie betrachten, gibt es unterschiedliche Vorteile für die Allgemeinbevölkerung, wenn man so sagen will. Beispielsweise im Medizintechnikbereich sind wir sehr gut unterwegs mit einem neuen Diabetes-Management-System. Diabetes ist ja eine Krankheit, die mehr und mehr Leute leider betreffen wird und betrifft. Und wir haben ein Unterstützungssystem entwickelt, das es dem Arzt gestattet, die Therapie zu optimieren und damit zu erreichen, dass Leute früher aus der Intensivstation, wenn sie schon dort sind, herauskommen können oder auf der stationären Pflege weniger Verweildauer im Krankenhaus haben. Das hat natürlich zwei Vorteile. Einerseits weniger Kosten bei den Krankenversicherungsträgern und andererseits für den Patienten. Niemand ist gerne im Spital, ein schnelleres Heimkommen im Falle, dass man doch das Spital benötigt. Mittlerweile ist Joanneum Research landesweit über die Grenzen tätig und forscht auch in Kärnten. Wir fühlen uns bei der biblischen Zahl, 7. Standort von Joanneum Research zu sein, eigentlich sehr wohl. Und es zeigt auch die positive Verbindung und die ersten Fortschritte im ersten Jahr, die gemacht wurden, dass wir im Bereich der Robotik hier auch sehr viel beitragen können. Ich bin sehr froh, dass wir im letzten Jahr diese Veränderung der Eigentümerstruktur bei Joanneum Research zustande gebracht haben. Das heißt, dass wir Kärnten als Partner gewonnen haben, weil ich glaube, dass wir eine stabile, starke, zukunftsorientierte Südachse in Österreich damit begründet haben. Der Leitgedanke zur Zukunftskonferenz kommt von Professor Dr. Kamat. Er ist Dekan am College of Business an der California State University in Monterey Bay. The topic of the keynote was managing. In meinem Referat ging es darum, wie man in Zeiten der exponentiellen Veränderung Management betreibt. Was das Wachstum betrifft, ändert sich die Welt dank digitaler Technologien. Und die Methoden, wie Management betrieben wird, müssen sich daher ändern. Derzeit sind Organisationen hierarchisch aufgebaut. Und das muss sich ändern. Wir brauchen sogenannte Ad-Hoc-Kratien. Also von Ad-Hoc kommt das. Das heißt, wir brauchen Organisationen, die sich sofort verändern können, die flexibel sind und sich an Veränderungen anpassen können. Instant, flexible and adaptable to change. Dieses globale Thema widerspiegelt sich auch auf lokaler Ebene. In der steirischen Landeshauptstadt wird neben der Bildungseinrichtung die Forschung immer bedeutender. Ich habe in Graz 4 Universitäten, 2 Fachhochschulen, eine Akademie der Wissenschaften, Joanneum Research. Und das bedeutet, dass mit unseren Schulen gemeinsam über 105.000, vor allem junge Menschen, täglich lernen, sich vernetzen, forschen, Wissenschaft betreiben. Und das ist ein Glücksfall für eine Stadt. Das heißt, dass wir Zukunft haben, A, weil wir junge Menschen haben und B, weil sie gemeinsam nach Lösungen für diesen Planeten suchen. Und die heutige Konferenz, die ich da miterleben darf, zeigt mir einfach wieder diese unglaubliche Vielfalt an Wissensbereichen und das lebenslanges Lernen und Vernetzen einfach dazugehören. Und das kann schließlich auch mit einem Wissenschaftspreis von Joanneum Research belohnt werden.